Und mit diesem Anblick heißen wir euch herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Bitter ein Pilz. Und schaut euch das mal an. Hier steht alles voller Fliegenpilze. Drückt uns die Daumen, dass wir was Ordentliches finden. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der Tour. Schaut mal, Leute, Franzi ist wieder am Spähen. Wohin? Was? Wolltest du da oben rein? Ja, mal kieken. Mal kieken? Die sind ja auch schon wieder alle tot. Hier ist alles down. Katastrophe mit den Fichten. So, wir müssen jetzt Pilze sammeln. Drückt uns die Daumen. Ja, und hier am Fuße dieser mittlerweile auch toten Fichte kommen jetzt überall wunderschöne Hallimasch aus dem Boden, aus dem Gehölz. Ist aber heute nicht unsere Zielgruppe, die bleiben stehen, aber trotzdem schöner Fund. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt sind wir gerade mal ein paar Meter vom Weg direkt in den Wald reingegangen. Und haben schon unseren ersten Fund. Und zwar sind das hier wunderschöne, flockenstielige Hexenröhrlinge. Hier sind noch zwei ältere, die sind schon über, die lassen wir stehen, aber die machen wir jetzt mal raus. Man sieht, die bläuen sofort beim Anschneiden. Haben seltenst Maden. Vorteil zu den Steinpilzen, stehen diesen aber im Geschmack überhaupt nicht nach. Ja, da freuen wir uns. Sind auch noch ganz fest. Voll schön, ne? Darf ich den anderen rausholen? Ja. Schaut euch das mal an. Wunderschön. Okay, wir haben direkt die nächsten Flockis entdeckt. Ich halte mal still, gucken, ob ihr sie selber seht. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam hin. Zuallererst haben wir hier eine wunderschöne. Schaut mal. Mal direkt rausholen. Stelle wieder verschließen. So. Legen wir hin. Franzi sammelt hinter mir ein. Dann haben wir hier. Schaut euch mal die beiden Tollen an. Wow. Die holen wir jetzt auch direkt mal raus. Und du bist auch eine Flockenhexe, oder was? Ja, Einstein? So. So. Gibt's noch mehr? Okay, ja dann drückt uns die Daumen. So, wir haben jetzt noch einen Flocki gefunden und ja, Franzi hat den schon schön sauber gemacht. Aber wir haben hier oben auch Pilzsammler. Und ja, Konkurrenz ist groß. Ne? Mhm. Und ihr kennt dieses Gefühl, wenn ihr in einem Wald seid und euch denkt, warum sind die auch hier? Schaut euch diesen wunderschönen Fliegenpilz mal an. Wunderschön, aber giftig. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, welche zu finden. Also sie sehen so unglaublich toll aus. Ja. Und wir sind hier wieder, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, an einem See. Ich nehme mich einfach mal mit. Und dort vorne, drückt
streckt sich noch einer raus. Und hier ist so, ja, ein kleiner See. Ja, hi Leute. Ihr habt gesehen, was wir bisher gefunden haben. Und ja, wir stehen kurz vor die 500 Abonnenten. Und wenn ihr wollt, dürft ihr uns gerne ein kostenloses Abo da lassen und uns dabei helfen, sie zu erreichen. Ja, wir hoffen, dass ihr viel Spaß bei dem Video habt. Falls ja, lasst doch gerne am Ende des Videos einen Daumen nach oben. Oder aber, wenn es euch nicht gefallen hat, nach unten. Und wenn ihr ganz viel Bock habt, dürft ihr die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch nichts. Dankeschön. Wir sind jetzt 2 Meter weiter in einem Fichtenabschnitt und haben natürlich direkt die ersten Perlpilze gefunden. Na? Und dann haben wir hier ganz viele falsche Pfifferlinge und Maronen. Allerdings sehr alt, die zeigen wir euch jetzt. Hier haben wir schon mal eine. Und ja, die ist auch schon sehr weich. Und die hier ist auch schon relativ alt und wenn wir mal schauen, ja, federt nicht mehr wirklich nach. Aber Franziskus hat frische Junge gefunden. Die schauen wir uns jetzt auch an. Und da vorne steht, oha, bis gleich. Während ich euch jetzt die alten gezeigt habe, hat Franziskus wunderschöne Junge gefunden. Schaut mal, ich nehme einen in die Hand. Wunderschön jung. Mega. Und hier steht noch viel mehr. Bis gleich. Okay Leute, wir zeigen euch mal, was hier so rumsteht. Jetzt haben wir hier noch eine wunderschöne Marone. Die können wir auch mal eben gemeinsam rausholen. So, Stelle wieder verschließen. Dann haben wir hier riesengroße Perlpilze. Schaut mal, so sieht das hier aus. Fokus. Jetzt schaut euch das mal an. Schaut mal. Wo war die andere Marone? Ach so, hier. Ja, schaut mal, hier haben wir auch noch eine Marone. Auch mal raus. Auch wieder wunderschön. Stelle wieder verschließen. Ihr kennt das Ganze. Ja, dann gebe ich das schon mal. Oh. Ach, guck mal. Hier haben wir auch wieder ganz schöne. Mega jung und knackig. Kommen wir direkt raus. Zack. Und zack. An der Stelle wieder schön verschließen. Hier nebenan ist direkt noch einer. Ein Maronenröhrling. Wunderbar. Perfekt. Ich glaube, wir haben alle gesehen, ne? Ja. Dann. Bis zum nächsten. Auch wieder schön zu sehen. Hier haben die Leute einfach Maronen rausgeholt, sie abgeschnitten und dann doch einfach hier gelassen. Seht ihr, wie alt? Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, sowas. Und Franzi ist auch wieder ordentlich am Saubermachen. Schaut mal. Und die kommen jetzt ins Körbchen. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Rotfuß gefunden. Schaut mal, mega knackig, auch noch feste. Aber die dürfen heute stehen bleiben, weil wir haben nämlich noch mehr Maronen gefunden. Zeig's euch mal eben. Wir haben hier 2 wunderschöne Maronen. Können wir mal gemeinsam rausholen. So, Nummer 1. Und hier haben wir Nummer 2. So, gehen wir direkt mit. Damit Franziskus sie gleich direkt putzen kann.
Das macht die nämlich sehr gut. Hier, die überreiche ich dir einmal, bitteschön, okay. Dein Pokal. Dann haben wir hier noch eine. Uch, die ist mir jetzt abgebrochen. Kann ja auch mal passieren. Noch irgendwo? Ja. Ich hab grad schau mal hier. Hier haben wir noch zwei. Noch welche? Ah, da oben. Jetzt ist es wieder. Da oben? So, dann überreiche ich dir die einmal. Achso, ja. Hier ist wieder. Oh Gott. Eine Trophäe. Da vorne. Ach, schaut mal hier. Schaut mal. Wunderschön, oder? Und ja, wir sehen uns bei den nächsten Pilzfunden. Und jetzt schaut euch mal dieses wunderschöne Blatt an. Ist es nicht wunderschön? Ach, komm mit mal, ist ein Blatt. Das ist Marone. Will ich rausholen, ne? Ja. Schaut euch mal diese wunderschöne Marone an. Herrlich. Aber Franziskus hat eine noch schönere gefunden. Ist sie nicht cool? Wow. Wir sehen uns beim nächsten. Bei der Macht von Grayskull. Okay, reicht. So, dann sammeln wir mal noch ein paar Maronen ein. Hier stehen ja noch ein paar. So. Mit der gehen wir jetzt zum nächsten. Jupp. Okay, die ist schon ein bisschen alt. Aber wir haben hier noch eine. Jupp, die ist wunderschön. Damit gehen wir dann zur nächsten. Und wir gehen dann mal zu Franziskus mit diesen Pilzen. Weil ich glaube, Franziskus hat auch wieder Maronen gefunden. Sieh nur, was ich gefunden habe. Was ist das? Hier einmal mehr für dich. Ich habe keine. Das ist dein Pokal. Dann lege ich dein Pokal einfach mal hier auf den Boden. Die lag hier rausgerissen. Das holst du dann später ab, okay? Waren wir nicht, ja. Ja. Die machen wir jetzt sauber und dann kommen die ins Körbchen. Und so sieht das hier aus. Und dort waren wir gerade drin. So, wir machen gerade Futterpause. Man sieht. Und ja. Und schaut mal, während wir hier sitzen, steht genau vor uns eine Marone. Viel Spaß weiterhin auf der Tour. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Ja, jetzt geht's ab in den Laubwald. Ja, in der Hoffnung, dass wir da noch ein paar Steinpilze finden. Das wäre wunderschön. Also drückt uns die Daumen. Jetzt haben wir hier direkt unseren nächsten Röhrling. Einer von den Raufußröhrlingen. Und zwar ist der gemeine Birkenpilz. Wir haben jetzt hier vereinzelt die Kiefern abgeklappert. Es sind nämlich ein paar Kiefern eingestreut, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine Glucke finden.
aber bisher nichts. Also drückt uns die Daumen, dass wir vielleicht noch einen Steinpilz finden. Ein oder zwei. Wir würden aber auch 10 nehmen. Und jetzt schaut euch mal an, was der kleine Späher gefunden hat. So, mal raus hier. Boah. Schaut mal. Die sind sogar noch schön feste. Hier reiche ich dir einmal. Hier ist schon mal einmal dein Pokal, bitteschön. Danke. Und hier haben wir noch eine. Aber die ist schon nichts mehr. Okay. Leider nicht. Und Einstein hat schon den nächsten Pilz gefunden. Nein, gar nicht. Das war natürlich unser Speer. Franziskus. Und hier haben wir... Lass euch überraschen. Ein wunderschön flockenstieligen Hexenröhrling. Bitteschön. Danke. Haben wir hier zwischen den ganzen Parasolen noch wunderschöne Hexen gefunden und die sammeln wir mal gemeinsam ein. Vorne aufpassen, weil wir haben direkt ein Spinnennetz. So, Hexe Nummer 1. Ja, die Schnecke hat sich gegönnt. Die machen wir direkt ab. Komm. Die packen wir hier hin. So. Und wir hatten noch eine. Ich weiß nicht, was ist, müssen wir schauen. Wo? Ach hier. Ja, schauen wir mal, ob die noch was ist. Fühlt sich auf jeden Fall noch fester an. Ja. Oh, ja. Ja, doch. Die ist Shane. Shane. Jetzt müssen wir euch leider noch mal fragen, was ist das für ein Pilz? Schaut mal. Sieht die Kappe aus und ja, schwarzen Stiel, der auch ein bisschen filzig ist. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und wir haben direkt die nächsten Hexen gefunden. Wow. Also, das ist aber riesig, ne? Die federt sogar noch. Also ich würde sie stehen lassen. Ja. Dass sie schön in Ruhe aussporen kann. Wunderschöner Fund. Aber vielleicht stehen ja noch mehr rum. Steinpilze haben wir bis jetzt leider noch nicht gesehen. Mal gucken, was da noch so kommt. Wir sind jetzt hier wieder in einem kleinen Fichtenabschnitt und es hört einfach nicht auf. Hier wachsen Maronen ohne Ende. Holen wir sie mal raus. Oh, die ist nichts mehr. Schaut mal. Die ist einfach nichts mehr. Aber die ist definitiv noch was. Wow, die ist wunderschön. Die bereiche ich schon mal Franziskus. Bitte sehr. Bitte sehr. Oh mein Gott. Mhm. Bitte sehr. Wie unfreundlich sie ist. Ne? Ich habe dreimal bitte sehr gesagt, sie sagt nicht einmal danke. Dankeschön.
Ha. Oh, den können wir auch stehen lassen. Haben wir sonst noch irgendwo einen? Wo? Da. Und da. Ach ja, okay. Hier noch eine. Auch wieder schön knackig. Bitte schön. Hier auch noch eine. Ja, die fühlt sich noch sehr gut an. Hm. Könnte schon ein bisschen oller sein. Einmal. Und hier stand, glaube ich, auch noch eine ganz kleine, die ich richtig geguckt habe. Tatsächlich. Ja, perfekt. So, das war's aber auch jetzt erstmal mit Maronen. Jetzt haben wir hier in den Fichten noch zwei wunderschöne Hexen gefunden. Die holen wir jetzt mal raus. Beim Drucktest waren sie noch sehr fest. Schauen wir mal drunter. Wunderschön. Wow. Angefressen, ja, aber ganz frisch. Mhm. Und die andere auch noch? Ich versuch's, ja. Oh ne, die ist nichts mehr. Die ist nichts mehr. Die ist ausgehöhlt von unten. Okay, ja, dann sehen wir uns beim nächsten. So kann es gehen, Leute. Wir haben unsere ersten Steinpilze, aber ich drücke jetzt mal hier rein und wir sehen, der federt nicht wirklich mehr nach. Hier steht noch ein Opi. Und auch der, ja, sieht man ja schon an der Größe, wie wichtig sich ist. Und hier, da hat schon jemand einen Drucktest gemacht wohl. Also hier waren ja auch andere Pilzsammler. Schade, aber wir sind gar nicht so traurig. Weil wir haben ja wunderbare Flockys gefunden. Wir befinden uns jetzt fast am Ende unserer Tour und kommen damit jetzt zum heutigen Fragezeichenpilz. Und ich habe schon was vorbereitet. Ich habe schon einen rausgeholt. Und zwar sieht er so aus. Schaut mal. Und so. Huch. Und ich gebe euch als Tipp mit, es ist kein Reizger. Also, wer es zuerst in die Kommentare schreibt, kriegt wie immer ein Pokal als Emoji. Viel Spaß. Ja, liebe Pilzfreunde, wir sind jetzt am Ende unserer Tour. Wir hatten bisher auch Glück mit dem Wetter. Jetzt fängt es doch richtig an zu regnen und dann sind wir auch froh, wenn wir im Auto sind. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Tour. Haben schöne Funde gehabt und wir hoffen, es hat euch auch gefallen und dann sagen wir mal bis zum nächsten Video.